Moin aus der Region Hannover. So, gestern habe ich euch gezeigt, wie eine Abmosung funktioniert. Sagen wir so. Hier habe ich meine Ulmengruppe, mein kleines Ulmenwäldchen. Und wie ihr seht, ist es ordentlich ausgetrieben. Die Besonderheit hierbei ist, es sind keine verschiedenen Pflanzen. Sie sind alle komplett reinerbig, stammen alle von einer Mutterpflanze ab und sind aus Stecklingen gezogen. Das werde ich definitiv heute nochmal ausweiten. Die Äste sind jetzt reif. Entschuldigung. Die Äste sind jetzt reif, als Stecklinge eingesetzt zu werden. Das heißt, sie sind leicht geholzt an den Ansätzen. Es ist Mai, der Wonnemonat Mai, der Monat, an dem sich die Stecklingsgewinnung anbietet. Ach, noch eins. Das habe ich gestern vergessen. Folgendes. Nach einer Abmosung, wenn man die neuen, frischen, kleinen Wurzeln hat, dann muss man das Grün oben reduzieren, damit diese kleinen, frischen Wurzeln auch wirklich alles versorgen können. Das nur noch als Ergänzung zu gestern. Und jetzt geht's weiter mit den Stecklingen. Ich werde jetzt also diese Gruppe zurückschneiden, hole gleich nochmal die Mutterpflanze dazu und dann werde ich das Ganze neu stecken. Es wird definitiv zwischendurch, damit es nicht zu langatmig wird, dann auch einen Schnelldurchlauf geben, weil ihr seht, es ist nicht wenig. Ne? So, hier piekst mir fast was in die Nase. Das nehmen wir da schon mal raus. Und zwar immer so, dass es auf enge Internodien stößt. Das ist dann für die Pflanze nachher besser. Diese oberen, dünnen und sehr, sehr weichen Bestandteile, die brauchen wir nicht mehr. Die nehme ich ab und in der Zwischenzeit, bis ich sie wieder brauche, kommen die in ein Wasserbad, damit sie nicht zu sehr austrocknen. Das mache ich jetzt rund um die ganze Pflanze und ich denke mal, ihr seht das nachher im Schnelldurchlauf.
So, das hätten wir soweit schon mal. Das ist jetzt kein regulärer Rückschnitt. Da warte ich mit bis Ende Juni. Das, was ich hier überwiegend rausgeschnitten habe, sind Äste, die ich gar nicht gebrauchen kann. Und für die Stecklinge nehme ich diese kräftigen, die hier oben rausgekommen sind. Deshalb habe ich nicht alles genutzt, sondern habe hier noch eine ganze Handvoll, die ich nicht gebrauchen kann. Ich sehe aber jetzt auch zum Beispiel wieder mein beliebter Klee, den ich jetzt hier einmal nicht drin haben will. Das heißt, da ist erstmal noch ein Trieb, der kommt aus der Wurzel raus, den mache ich erstmal weg. Wurzeltriebe brauchen wir auch nicht. Wir wollen ja keine Büsche, sondern das sollen ja Bäumchen werden. So. Einmal Klee. Nochmal Klee. Dann braucht auch die Deko einen kleinen Rückschnitt. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was das für eine Pflanze ist hier. Aber sie lässt sich immer genauso schön schneiden und in Form bringen wie die Ulmen selbst. Ich mache das heute Morgen jetzt hier ganz, ganz früh, weil ich davon ausgehen muss, dass in ein paar Stunden da vorne die Maler stehen auf dem Balkon und mir sonst beim Handwerk zugucken. Und das ist unter den Scheibenwerfern hier und so weiter, ist es nicht so unbedingt gerade so mein Ding. So. Das war jetzt erstmal der grobe Rückschnitt, ein grober Rückschnitt und Unkrautjäten bei meiner Ulmen, bei meinem Ulmenwäldchen. Immer taucht nochmal wieder ein Stückchen Klee auf, den ich jetzt am besten ganz klein noch entfernen kann. Ja. Die sind schon gemein, also so klein, aber doch schon fest integriert. So. Das Dekobüschchen lasse ich dran. Ich habe es nur ein bisschen vom Schalenrand weg geschnitten, dass es nicht so weit übersteht. So, das ist jetzt die Gruppe selbst, die natürlich im Juni, Ende Juni, nochmal auf den Tisch kommt, um dann richtig in Form getrimmt zu werden. Im Augenblick habe ich jetzt erstmal nur den Fokus darauf, Stecklinge zu gewinnen. So, Freunde. Hier haben wir die Mutter des gesamten Wäldchens. Jetzt habe ich hier eins, ich habe hier unten einen Wurzelausläufer. Ihr seht es. Ich kann es zumindest erkennen im Display, dass ihr das sehen könnt. Den werde ich jetzt erstmal ein bisschen auf Bäumchen trimmen. Hiervon brauche ich nichts für einen Steckling. So, wenn man diese Gruppe oder den Wald zu einer DNA-Untersuchung führen würde, dann könnte man feststellen, dass das alles genau diese Erdmasse ist. Jedes einzelne Bäumchen ist ein Steckling dieser Pflanze. So, hier schneide ich auch die Kopftriebe wieder. Die sind ein bisschen härter. Diese weichen Spitzen brauche ich nicht. Dann wird wieder ins Wasserbad gestellt. Und auch hier die kräftigen Triebe, die neue Bäumchen werden sollen. Der sieht auch gut aus. Wie gesagt, die dünnen, weichen Spitzen, die würden als erstes verfaulen. Ich habe die beiden, also das Wäldchen und die Mutterpflanze hier,
ein bisschen antrocknen lassen. Also nicht gegossen, sondern mit reingenommen und trocknen lassen. Weil sich die Blätter dann schneller aufrichten. Also die Weichteile, die noch vorhanden sind, sich leichter aufrichten. Und schneller nach Wasser suchen, nach Nahrung suchen. Und damit unter Umständen auch schneller Wurzeln bilden. Zumindest glaube ich das, dass das immer dazu geführt hat, dass es geklappt hat. So. Dieser Kopftrieb ist natürlich genial. Bringt jetzt im Moment für den Baum selbst auch nichts. Nehme ich also weg. Und reiß den kleineren ab. Nutze das später weiter. Ich kann eh nicht alles nutzen. Das wäre viel zu viel. So viel brauche ich nicht. Bin gespannt, was dieses Jahr ankommt. Jedenfalls ist der Monat Mai der richtige. Das habe ich schon über Jahre, Jahrzehnte ausprobiert. Alles, was später als Steckling gesetzt wird, ist weniger erfolgreich zumindest. Weniger Masse kommt dabei rum. So. Ich brauche auch jetzt nicht mehr Stecklinge. Es ist bei weitem genug. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich hier noch ein... Ja, hier sind zu viele Äste an einer Stelle. Das ist wieder diese Apikaldominanz, die wir bei Ulm ja schon kennengelernt haben. Und aus dem Knie raus, also diesem Knick hier, sollte man ohnehin nichts wachsen lassen. Stamm wieder ein bisschen exponieren. Also der darf seinen ersten Rückschnitt gerne haben, damit man die Bewegung des Stammes auch richtig sehen kann. So. Mutterpflanze ebenfalls erledigt. So Leute, jetzt stelle ich beides eben auf den Balkon, bevor die Maler mir da ins Handwerk pfuschen. Gieß das eben, weil ich die ja wie gesagt 2-3 Tage habe antrocknen lassen. Noch ist das Gerüst nicht ganz oben, sondern noch in der Etage unter mir. Aber das kann sich natürlich nur um Minuten handeln, dann sind sie auch hier. Korrigiere nochmal eben das, was zu sehr in die anderen Äste wächst. Dann habe ich so ziemlich jeden Ast hier reduziert und seinen ersten Frühjahrsschnitt gemacht. Im Juni werdet ihr sehen. Sorry. Was da dann schon wieder zukommt. Okay, Freunde. Das war der erste Teil. Jetzt gehe ich gleich zum zweiten Teil lieber. Und dann sehen wir weiter. Ah, da ist noch aus dem Knie noch etwas, was stört. Hier haben wir eine große Schnittwunde. Daraus kommt ein Trieb. Den lasse ich erst wachsen, weil das immer hilft, den Kallus zu schließen. Hier. Da kommen sogar 2 Triebe raus. Da und da. Ich weiß nicht, kann man es erkennen? Vielleicht stellt die Kamera sich so ein. Ich versuche es mal so genauer zu zeigen. Da und da. Die lasse ich noch wachsen, nehme sie aber später raus, wenn der Kallus sich weiter geschlossen hat. Und der sieht schon sehr, sehr gut aus, ist allerdings eine kleine Verdickung da. Kann natürlich auch passieren dabei. So, Szenenwechsel. Hier haben wir unsere Stecklinge. Hier haben wir ein scharfes Messer.
Na, fast wäre der Finger ab. So. Das ist schon fast ein Riesling, weil ich da den anderen Zweig abgerissen habe gerade. Ein ziehender Schnitt. Und dann muss ich überlegen, was nehme ich jetzt? Ich lasse es bei wenigen Blättern. Für die Verdunstungsoberfläche schneide die Blätter nochmal durch, damit sie möglichst wenig Wasser verdunsten. Dann öffne ich mein Bewurzelungshormon. Und stecke den ersten Steckling ein. So, und das wird jetzt sich in Serie wiederholen. Und dazu mache ich wieder einen Schnelldurchlauf. Wobei, erstmal hier zupfe ich die Blätter ab, die unteren. Geschnitten habe ich sie dementsprechend ja schon. Dann verkleinere ich die Verdunstungsfläche der Blätter. Nehme mein Messer, ziehe einen Schnitt dran entlang, tauche es wieder ins Hormon und stecke es wieder. So, so wird es weitergehen und das machen wir dann tatsächlich jetzt im Schnelldurchlauf. We'll be right back.
Freunde, einige der Äste, die hier sich noch im Wasserbad befinden, die brauchen sie nicht, die sind noch zu weich. Die nehme ich nicht dafür. Jetzt habe ich hier 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 35 Stecklinge sitzen. 35 draußen auf dem Balkon wird gleich nochmal gegossen. Dann schmiegt sich das Substrat noch ein bisschen näher an diese feinen Stämmchen, die ich ja alle gesteckt habe, ohne vorzustechen. Deshalb nimmt man auch die etwas ausgehärteten Stecklinge. Und ja, im Grunde habe ich jetzt alles beachtet. Draußen bekommen sie dann wieder die Haube. Die bleibt die ersten Tage geschlossen. In 2 bis 3 Wochen sind die ersten Austriebe zu erkennen. Das kenne ich also von dieser Art her schon sehr gut. Erstmal alles zu. Wir haben jetzt also die Stecklinge geschnitten. Dann haben wir die Verdunstungsoberfläche der Blätter verkleinert und Stecklingspulver an einen glatten Schnitt, einen ziehenden Schnitt mit dem Messer, mit einem sehr scharfen Messer, angebracht. Wir haben also alles Mögliche in die Wege geleitet, damit diese Stecklinge möglichst durchkommen. So, wie gesagt, 35, die Zahl merke ich mir. Und wir schauen in 1-2 Wochen mal nach, was sich tut. Ich weiß im Moment nicht, ob diese kleinen Gewächshäuser auf dem Balkon gleich noch stören werden, die Maler stören werden, und ob ich die dann ebenfalls in den Garten verfrachten muss, wie gestern den ganzen Tag die anderen Bäume. Muss ich sehen. Jedenfalls war es das wieder für heute. Man sieht sich. Lasst gerne noch ein Abo da. Ich habe also deutlich mehr Aufrufe als Abonnenten. Wäre doch mal wieder ganz schick. Besten Dank fürs Interesse. Man sieht sich. Ciao.